Wir werden im nächsten Jahr unser Angebot bei den alternativen Antrieben deutlich erweitern. Wir werden neben dem e-tron Quattro, der unser erstes vollelektrisches Fahrzeug darstellt, auch einen A3 g-tron überarbeiten. Der g-tron ist das Gasfahrzeug von uns. Beide Fahrzeuge haben die Eigenart, dass sie mit erneuerbaren Energien unterwegs sind. Und damit sind wir als Audi die Einzigen und die Ersten, die das in dieser Konsequenz umsetzen. In den kommenden Jahren werden wir eine starke Elektrifizierung erleben. 2025 wird es bei Audi keine Modelle mehr geben ohne Elektrifizierung, zumindest eine Teilelektrifizierung. Wir werden aber das g-tron-Angebot deutlich ausgebaut haben und auch der h-tron, also unser erstes Fahrzeug mit Wasserstoff, wird als Kleinserie auf dem Markt sein. Und auch alle drei Fahrzeuge werden erneuerbare Energien im Angebot haben, entweder ab Werk oder durch den Kunden bestellbar. In 20 Jahren werden wir mit unseren Kunden global emissionsfrei fahren bei effizientem Einsatz von Ressourcen. Das heißt, wir werden in Abhängigkeit der Ansprüche der Kunden, lange Strecke, kurze Strecken, Infrastruktur in dem jeweiligen Land, ist ein Wasserstoffnetz vorhanden oder eine ausgebaute Ladeinfrastruktur, werden wir dann eben den Kunden die freie Wahl geben, eines unserer Tron-Modelle zu wählen oder doch klassisch auch bei einem Verbrennungsmotor zu bleiben. Auch da sind wir überzeugt, ein Konzept zu entwickeln, das uns ermöglicht, eben auch diese Fahrzeuge global emissionsfrei und auch lokal schadstofffrei zu betreiben.